So, es kann losgehen. Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt hier am Breitscheidplatz und es ist jetzt 11.30 Uhr, halb zwölf. Viele werden sagen, viel zu früh zum Frühstücken, aber wir sind ja absolute Frühaufsteher. Ja. Dementsprechend für uns ist das wie Mittagessen und Abendessen zusammen. Deswegen, egal wie viel wir essen, es ist eigentlich gar nicht so viel, weil es sind ja dann gleich zwei Mahlzeiten, stimmt's? Ja, wir reden uns jetzt schon schön. Los geht's, lasst die Spiele beginnen. Eine Currywurst und eine Bratwurst mit Chili, bitte. Oh, mein Junge. So, ganz kurzes Statement unseres Ernährungsberaters, Patrick Welby. Wie viele Kalorien hat die, wie viel hat das? Also die Rostbratwurst, Jochen, die hat schlappe 567 Kalorien. Schon mal ein guter Start auf jeden Fall. Nicole, deine Currywurst 400 Kalorien. Also liegst ein bisschen hinten. Das war eine Diätwurst. Ja, klar. So, jetzt sind wir circa 20 Meter weiter seit der Bratwurst. Und hätten wir geahnt, dass es so schön werden würde. Bitte, bitte zweimal Burgunderschinken mit Backzwiebeln auf dem Roggenbrötchen. Und schneiden Sie nicht zu zärtlich ab. Das ist unser eigenes kleines Fresshäuschen, wie romantisch, mit einem Adventskranz über der Tür. Platz für vier, aber wir sind alleine hier. Und Fell unterm Popo. Da, Raclette, Raclette. Hattet ihr nicht Freitag erst Raclette zu Hause? Ja und? Was heißt das denn? Ja gut, essen wir Raclette. Was tun wir? Ja, essen wir Raclette. Oh Gott, komm schnell. Ich kann zaubern. Komm mal näher ran mit der Kamera. Ich lasse dieses Stück Raclette verschwinden. Wow. Jochen hat eine Obsession, von der er mir ja quasi schon Monate vor der Weihnachtszeit erzählt. Ja. Und die lautet... Na, es ist die Weihnachtsmarkt-Königsdisziplin. Halber Meter Bratwurst. Und das Schöne ist, man kann es sogar ganz romantisch und gleichzeitig essen. Dann bitte. Also weißt du, irgendwas, was ist denn jetzt los? Irgendwas ist damit verkehrt. Bei mir war es kürzer. Auf meiner Seite. So, Chefin, was gibt's jetzt? Jetzt gibt's was ganz Gesundes. Wir essen Gemüse. Oh. Grünkohl mit Knacker. Oh, da ist er wieder. Hallo. Der Ernährungsberater. Na? Also Gemüse ist sehr gut, wirklich Grünkohl, das ist ganz toll. Mit dem Schweinebauch ungefähr 665 Kalorien. Kleinigkeit, das ist doch nichts. So, wirklich. Ein Hapsen ist weg. Vor allem hier neben der Gedächtniskirche kann man sagen, es ist für einen hohlen Zahn. Auf jeden Fall. Ja, klar. Ja. Ich hätte gern so gebrannte Mandeln. Ja, kaufe ich dir. Spendiere ich dir. Baby. Vielleicht hier auch noch einen Lutscher mit so einem Pinguin drauf. Ach nö, danke. So, bevor wir jetzt anfangen zu essen, bitte ich um Erlaubnis, die Arbeitskleidung leicht modifizieren zu dürfen. Okay. Ich muss den Mantel aufmachen. Oh. Ist das eine Schweinerei? Also, ich denke, wir sollten noch mal Gemüse essen. Das ist eine gute Idee. Ich meine, Gesundheit über alles. Ja, also da bin ich bei dir und deswegen nehmen wir jetzt diese Kartoffelpuffer. Hm? Bitte Kartoffelpuffer zweimal. Danke. So, wir sind gute anderthalb Stunden jetzt hier auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist gefühlt auch das Letzte, was ich essen kann. Aber es sah gut aus. Ja, es ist total lecker bestimmt, aber ich bin voll am Ende. Ja. Echt. Seid ihr bereit? Mhm. Jochen, du hast in circa anderthalb Stunden Weihnachtsmarkt 5000 Kalorien zu dir genommen. Das ist brutal. Sauber. Das ist brutal. Nicole, du hast in anderthalb Stunden Weihnachtsmarktbesuch 4800 Kalorien zu dir genommen. Nein. Habt ihr gut gemacht auf jeden Fall. Also von mir gibt's ein Lob. Diesen Reibekuchen esse ich jetzt noch auf. Und dann würde ich so zwei, drei Jahre pausieren wollen. Ne? So, wir sind jetzt bei den Lebkuchenherzen und wenn wir beide so weiter essen in dem Tempo, dann wird uns niemand mehr so dieses Lebkuchenherz umhängen.